Hallo, mein Name ist Daniel und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um die Frage gehen: Was kann ich tun, wenn mein Windows 10 Rechner ewig lange braucht, um zu starten, so 10, 15 Minuten? Dieses Video ist speziell für David, aber falls es dir gefällt und du nicht David heißt, kannst du es natürlich trotzdem mit einem Daumen nach oben liken. Das würde mich unheimlich freuen. Also, los geht's. Ein paar Lösungsansätze gibt es. Also, zuerst einmal, wenn der Rechner hochgefahren ist, falls er das überhaupt noch schafft, öffnest du den Task Manager. Das kannst du machen, indem du hier unten auf der Leiste rechtsklick Task Manager ausführst. Du kannst aber auch viel schneller einfach Control Umschalt und Escape bzw. Steuerung Umschalt Escape drücken. Da ist er schon. Dann siehst du hier, kannst du dir sortieren, die Auslastung der CPU, und wenn einige Programme oder Dienste an dieser Stelle unheimlich hohe Prozentwerte haben, guck dir die an, schau, was machen die, brauche ich die, warum sind die überhaupt da? Als nächstes guckst du im Reiter Autostart und schaust dir an, was alles mit dem Start des Rechners gestartet wird. Was du nicht brauchst oder von dem du meinst, dass du es nicht brauchst, kannst du erstmal deaktivieren, dann wird es beim nächsten Hochfahren nicht mehr mitgestartet. Ich habe hier zum Beispiel das Oki Lineprinter Utility und das deaktiviere ich jetzt mal. Das brauche ich jetzt aktuell auch gar nicht, weil der Drucker nicht angeschlossen ist an dem Rechner. So, das wäre der erste Schritt. Gründe für das langsame Hochfahren gibt es viele. Eine weitere Ursache könnte ein thermales Problem sein. Heißt, die CPU wird einfach viel zu heiß und der Rechner dadurch extrem langsam. Sowas kann passieren, wenn viel Staub im Gehäuse ist oder Bauteile im Prinzip nicht ordentlich gekühlt werden oder eben der Wärmeübergang von der CPU zum Kühlkörper nicht ausreichend funktioniert oder die Lüfter sich nicht so drehen, wie sie sollen. Dafür macht es Sinn, mal eben nachzuschauen, wie denn die aktuelle Temperatur des Rechners beziehungsweise der CPU ist. Dafür kannst du dein Mainboard Management Tool verwenden, falls installiert. Du kannst auch ins UEFI oder bei älteren Rechnern ins BIOS gehen und nachschauen, wie dort die Temperaturwerte sind. Nachdem ich den Rechner jetzt nicht unbedingt neu starten möchte und das Tool nicht installiert habe, hat man auch die Möglichkeit, das auf der Konsole auszuführen. Da wäre dann ein relativ langer Befehl, der heißt WMIC leer slash namespace Doppelpunkt backslash backslash root backslash WMI leer pass MSA CPI thermal zone temperature get current temperature. Und mit diesem Befehl bekommt man einen mal 100 multiplizierten Wert der aktuellen Temperatur. Wir kopieren uns das Ganze jetzt hier einmal. Rechtsklick kopieren oder einfach Ctrl-C. Dann führen wir CMD aus und bekommen hier so ein schönes Eingabefenster. Rechtsklick, dann wird der Befehl eingefügt und ich sehe, dass ich keine Zugriffsrechte habe. Ja, das ist natürlich etwas blöd als Vorführeffekt. Also nochmal CMD. Warten, bis hier oben die Eingabeaufforderung erscheint. Rechtsklick als Administrator ausführen. Bestätigen, dass wir das auch wirklich wollen. Noch einmal Rechtsklick und schon sehe ich die Temperaturwerte. Wie gesagt, 100-fach. Also stellen wir uns einfach hier zwischen den Komma vor. 30,1 und 30,3 Grad Celsius sind super Werte. Passt. Der Rechner selber hier hat auch kein Problem mit dem Hochfahren. Das wäre auf jeden Fall eine weitere Möglichkeit, was sein könnte, weshalb der Rechner langsam ist. Und ja, weil es noch mehr Möglichkeiten gibt, nehmen wir jetzt einfach mal die nächste. Du drückst einfach Windows E, um ein Explorer-Fenster zu öffnen, oder klickst auf das Explorer-Fenster. Dann suchst du dir dieser PC, Entschuldigung, Rechtsklick und sagst Verwalten. In der linken Seite siehst du die Ereignisse, klickst das auf, hast dort dann, jetzt muss ich ja mal ganz kurz gucken, die Windows-Protokolle und dort System. Und hast du in chronologischer Reihenfolge absteigend alle Meldungen, die Windows so gebracht hat. Wenn das natürlich jetzt im zeitlichen nahen Zusammenhang zum Start des Rechners ist, macht es Sinn, erst hier reinzugucken,
Und jetzt quasi hier um 8.12 Uhr gab es eine Warnung. Klickst du einfach mal drauf und hast hier unten eine Detailbeschreibung, warum diese Warnung kam. Wenn da irgendein komischer Fehlercode steht, kannst du den googeln. Und das grenzt die Sache ein. Also, Informationen sind nur Informationen, die kannst du ignorieren. Warnungen sind schon vielleicht ein Indiz auf die Ursache. Ich scroll mal runter, vielleicht haben wir auch wirklich eine echte Fehlermeldung. Da haben wir eine. Genau, hier haben wir eine Fehlermeldung. Guck dir an, warum ist dieser Fehler da? Und dann versuch das einfach zu beheben. Wenn bei dir diese Liste überwiegend mit roten Ausrufezeichen gepflastert ist, dann könnte das tatsächlich die Ursache für den langsamen Start sein. So viel dazu. Ja, als weiteren Punkt könntest du unter Dienste und Anwendungen hier in diesem in der Computerverwaltung auf Dienste klicken und siehst hier alle möglichen lustigen Windows-Dienste. Da kannst du einfach mal die Liste durchgehen, siehst hier auch den Status, zum Beispiel wird ausgeführt. Adobe Acrobat Updater Service. Den brauche ich jetzt nicht wirklich. Die Cloud ist gekündigt. Ich verwende sie momentan so gut wie gar nicht. So, und da kann ich jetzt doppelt draufklicken oder mit Rechtsklick und habe hier die Möglichkeit, das zu beenden. Ich könnte auch den Starttyp festlegen. Also ich beende das Ganze einmal und sage als Starttyp deaktiviert übernehmen. Und dann wird dieser Dienst schon nicht mehr mitgestartet beim nächsten Start und ist jetzt auch schon deaktiviert. Nächstes Problem gelöst. Wir gehen einmal nochmal zurück in den Task Manager. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Unter Prozesse hast du natürlich auch hier die Arbeitsspeicherauslastung. Wenn dein Arbeitsspeicher zu 100% voll ist, wie viel Arbeitsspeicher du hast, kannst du feststellen, indem du die Windows, das ist jetzt doof, ich halte das Handy hier fest, ich mache das mal, Windows und Pause, oh, ist die Tastatur dreckig, Pause-Taste drückst. Dann kommst du nämlich hier in die Informationen zum Rechner und kannst hier sehen, aktuell in diesem Rechner 32 GB Arbeitsspeicher. Also, wenn dein Arbeitsspeicher quasi voll ist, dann fängt das System an, auf die Platte zu schreiben. Und wenn du keine SSD hast, sondern noch eine ganz alte, langsame Festplatte, besteht natürlich die Möglichkeit, dass dadurch der Rechner extrem langsam wird. Festplatte, nächstes Stichwort. Ist die nicht nur langsam und alt, sondern eventuell schon leicht defekt oder kurz vorm Lebensende? Kann man natürlich die Smart Utilities dann auch verwenden, um zu gucken, wie geht's denn der Platte? Da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen, das merkst du aber. Dann wäre das auch noch eine Möglichkeit, die den Rechner massiv ausbremsen kann, tatsächlich. Ja, zu guter Letzt noch ein weiterer Punkt, und zwar: Man installiert sich ja mal hier und da irgendwas und häufig klickt man einfach auf, ja, alles akzeptieren, weiter, weiter, weiter. Da werden teilweise Programme Huckepack installiert, die möchte man einfach nicht haben. Die starten sich im Hintergrund. Bestes Beispiel, ich habe mal einen Rechner gesehen, da waren im Browserfenster 15 zusätzliche Menübars installiert von allen möglichen Anbietern. Und da war die Frage, warum ist denn das Surfen im Internet so langsam? Ja, warum wohl? Guck dir das an, im Zweifelsfall deinstallieren. Und um auf Nummer sicher zu gehen, denn manchmal denkt man, man installiert vermeintlich etwas sehr Vertrauenswürdiges und in Wirklichkeit ist es Malware, Spyware oder irgendetwas Ähnliches. Und lass einfach ein gutes Antivirus-Programm drüber laufen. Check den Rechner. Im Zweifelsfall, da gibt es von ein paar Anbietern, auch kostenlos, teilweise sogar Live-CDs, Live-USB-Sticks natürlich. CD ist gehört der Vergangenheit ein, wobei wir haben hier noch so ein altes Laufwerk. Schon toll, ne? Fast nostalgisch. Scan den Rechner. Fahr den am besten mit einer Live-CD hoch und so, dass das System gar nicht gestartet ist, weil teilweise sind diese Tools, die deinem Rechner schaden, dir schaden und eigentlich nur Daten abgreifen wollen, Unsinn machen oder was auch immer, so intelligent, dass die versuchen sich, ich sag mal salopp, zu verstecken, während das System läuft und der Scan gerade durchgeführt wird. Deshalb macht es tatsächlich Sinn, das im Offline-Modus zu machen, also von einer DVD, von einem USB-Stick hochfahren, System scannen, gucken, ob da irgendwas ist. Und wenn da was ist, ja, sicher deine Daten, scannen auf einem zweiten Rechner
Nochmal, die gesicherten Daten, ist das safe, ist gut. Sind da Daten dabei, wo du gar nicht so richtig weißt, was das ist und ob du die noch brauchst, weg damit. Rechner platt machen. Nicht Windows überinstallieren, sondern einfach alles weg und neu. Alles andere macht keinen Sinn, denn das ist so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Es ist ja nicht zuerst das Antivirus-Programm da und dann kommt der Virus, sondern umgekehrt. Bedeutet, selbst wenn du die neuesten Virus-Definitions-Updates hast, kann es sein, dass es schon wieder einen mehr gibt, der noch nicht gefunden wird. Also, hast du sowas, ist die optimale Lösung, deinen Rechner einfach komplett zu löschen. Genau, das wären so die Geschichten. Nochmal zurück zu der thermalen Geschichte hier, also Temperaturwerte. Wenn die Temperatur des Rechners zu hoch ist, guck dir in der Lüftersteuerung deine Lüfter an, schau nach den Temperaturwerten. Sind die auf 70, 80 Grad oder noch höher? Teilweise gibt es schon Probleme ab 60. Schau dir an, wie ist meinetwegen die Wärmeleitpaste? Also wie ist die Verbindung zwischen der CPU und dem Kühlkörper, der dann da drauf steckt? Ist das vernünftig? Wird die Wärme abgeführt? Drehen die Lüfter sich auch wirklich? Das macht Sinn, das macht sowieso immer mal wieder Sinn, gerade wenn der Rechner älter ist. Mach das. Und ich überlege noch mal kurz, vielleicht fällt mir noch ein Punkt ein, der eventuell hilfreich sein könnte bei der Suche nach Problemen mit dem Starten. Ja, zu ad hoc fällt mir nichts ein. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.